Kommt von der AfD, Herr Andreas Winhardt, bitte schön. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, der vorliegende Antrag der CSU und Freien Wähler trifft ja auch den Geschmack der Grünen. Wie man gerade gehört haben, ist weniger Team Vorsicht, sondern jetzt mittlerweile mehr Team Corona-Hysterie. Er beschneidet Abgeordnetenrechte, meine Damen und Herren. Und gerade in dieser heiklen Phase, wo Tausende von Menschen auf die Straße gehen und eben einen gespannten Blick auf unsere Debatten hier haben und wollen, dass hier ihre Abgeordneten für sie kämpfen und das Wort ergreifen, egal wie man jetzt über die ganze Sache denkt. Genau jetzt wird Debatte unterbunden und das kann nicht gut sein. Nach zahlreichen Impfungen von ganz vielen Kollegen mittlerweile, und da hat das Landtagsamt hat ja auch eine Umfrage gemacht, wie viele bereits geimpft sind, sollte eigentlich kaum noch Gefahr bestehen, wenn man daran glaubt, dass es auch hilft. Und von dem her ist es auch ein Unding, jetzt wieder diese Beschneidung der Abgeordnetenrechte, diese Reglementierung auf 11 Personen im Ausschuss zurückzugehen. Ich denke, jeder, der von der Wirksamkeit der Maßnahme überzeugt ist, und das wird ja sicherlich von den Freien Wählern und von der CSU jeder sein, der kann sich da jetzt seine eigene Meinung bilden. Ich will da gar nicht weiter darauf eingehen. Festzuhalten ist, die beantragte Änderung der Geschäftsordnung ist und bleibt überflüssig. Und sie zeigt eines, nämlich die Zerrissenheit der CSU und Freien Wähler, die dieses Spiel auch noch mitmachen müssen. Am gleichen Tag, heute im Landtag, Corona-Panik. Ja, wir diskutieren jetzt darüber, ob wir uns zu 11 noch in einem Raum aufhalten können oder ob es vielleicht ein paar mehr sein können. Aber Sie wollen ja unbedingt nur 11. Gleichzeitig blickt man rüber zur Pressekonferenz in die Staatskanzlei. In der Staatskanzlei ganz andere Töne. In der Staatskanzlei wird darüber gesprochen, dass wir Lockerungen erfahren dürfen beim Fußball, bei der Kultur, bei den Fahrschulen beispielsweise. Und da wird die vom Gericht als illegal festgestellte Regelung zu 2G im Einzelhandel auch nur als Lockerung verkauft. Da sind sie mehr oder weniger ja vom Gericht dazu gezwungen worden. Das gehört auch zur Wahrheit. Und was macht der Rest so von der CSU, wenn jetzt gerade hier Corona-Panik geschoben wird? Jetzt gebe ich Ihnen mal ein Beispiel, was Ihre Partei hier zurzeit abzieht. Wir hatten in Rosenheim, in meinem Stimmkreis, haben über 850 Personen aus dem Gesundheitswesen einen offenen Brief an verschiedene Abgeordnete geschrieben, auch an Ihre Abgeordnete Daniela Ludwig von der CSU. Und die hat dann gleich die AfD-Forderungen im Endeffekt übernommen und gab Folgendes zum Besten. Ich lese mal kurz vor. Und auch bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht habe ich immer vor Versorgungsengpässen zu Lasten der Patienten gewarnt. Sie will jetzt sich gegen die Zwangsimpfung, gegen den Impfzwang aus Berlin wenden. Und das sind genau andere Töne, als wir hier im Haus haben. Hier im Hause geht man immer noch von einer extrem gefährlichen Pandemie aus, meine Damen und Herren. Von dem her, selbst Ihre eigenen Leute machen diesen Corona-Wahnsinn nicht mehr mit und wir auch nicht. Wir werden die Abgeordnetenrechte nicht mitbeschneiden und von dem her sagen wir ein klares Nein zu dieser Geschäftsordnungsänderung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Bitte bleiben Sie noch am Pult. Es gibt eine Zwischenintervention des Kollegen Fischbach. Herr Kollege Fischbach. Ja, werter Herr Kollege Winhardt, Sie haben jetzt behauptet, durch diese Änderung würden Debatten unterbunden in diesem Land.